Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Cliff Empire. Wie ihr seht, es sieht nicht gut aus im Moment. Wir haben viel zu wenig Energie und daraus resultieren auch viel zu wenig Wasser, vor allen Dingen in dieser Kolonie. Wir hatten die letzte Aufgabe gerade eben abgeschlossen. Da war schlecht Wetter. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt auch vorbei ist und wir wieder Energie bekommen. Und wir dann gleich hinten das Atomkraftwerk bauen können. Wir haben im Moment die Aufgabe, 12 Uran in 20 Minuten zu verkaufen. Deswegen schauen wir mal eben hier, was hier drin steht. Ich werde mal eiskalt auf 10 stellen. Nee, machen wir mal 6. Dann haben wir 2 Tage Ingame Zeit dafür. Verdienen auch ein bisschen Geld. Oder soll ich den einfach auf Maximum stellen? Machen wir einfach mal. Dann verdienen wir hoffentlich gut Geld. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, kein Geld, keine Energie, keine Leute. Die sind nämlich wieder abgehauen. Hier sind 4 abgehauen und hier sind letzte Folge auch ein paar abgehauen. Hier hatte ich aber eine zweite Wasserdingsbums gesetzt, in der Hoffnung, dass dementsprechend hier die ausreichend Wasser produzieren. Die ist jetzt gerade mehr oder weniger angefangen. Ja, ich weiß, die hauen gerade ab. Kann ich hier noch gerade eben ein bisschen Energie sparen? Wir verkaufen Wasser nach hier, ne? Ja, das ist drüben auch wichtig. Da sehen wir jetzt gerade, ist was drauf gelandet. Und in der Forschung sind wir bei Wasser Purification. Das heißt, wir werden nachher nochmal ein bisschen mehr Wasser produzieren. Nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Hier haben wir 80% Grundwasser. 0 von 4, 1 von 4. Ich hoffe, das funktioniert. Logischerweise geht natürlich auch immer ein bisschen was weg. Ich hoffe aber, dass der Überhang dazu führt, dass die dann hier zufrieden sind. Momentan geht es noch. Sie werden immer wieder zwischendurch zufrieden. Das ist tagsüber, wenn die Energie wiederkommt. Das heißt, wenn Strom eingeschaltet wird. Wie sieht es denn aus? Gadgets und so ein Kram. Ich setze das hier übrigens mal auf 0. Dann habe ich hier unten den Cycle per Day. Oder die Dynamik pro Tag besser. Wir haben 30 Waschmaschinen. 3 von den Dingern. Werden die noch produziert? Nein, das ist gut. Goods werden produziert. Das ist gut. Fisch ist zu wenig. Den habe ich aber hier rausgenommen. Noch nicht ganz. Aber jetzt. Und auf der Brücke wird er auch nicht verkauft. Gut. Eventuell müsste ich hier eine zweite mir setzen. Da muss ich dann aber aufpassen, dass wir erstmal genug Energie haben. Ansonsten haben wir da wieder ein Problem. Das Übliche. Diese Plattform ist eigentlich die, die am besten produziert, weil wir Säufertilt 100% haben, Grundwasser 100%. Fisch mit 70, das geht noch. Uran mit 50 könnte mehr sein. Wir sind jetzt bei 6, die wir verkauft haben. 7, da rauscht so langsam rein. 8, das heißt am nächsten Tag werden wir das durchhaben. Mit der Zeit haut das auf jeden Fall noch hin. Und hier hinten sind sie immer stinkig, weil wir zu wenig Wasser haben. Okay. Haben wir denn hier schon genug? Jawohl, das heißt, wir können hier den Verkauf auch zurückschrauben. Ich stelle mal auf 20. Nee, ist klar. Auf 0, das heißt, wir verkaufen hier nichts über die Brücke. Sondern sehen zu, dass wir hier ordentlich Geld machen. Wir sind immer noch im Minus, das ist schlecht. Weil die Energie auch noch nicht ausreicht. Da haben wir noch ein Problem. Das Einzige, ich könnte hier auch noch ein Büro hinsetzen. Was aber wieder viel Energie verbraucht. Das heißt, wir müssen erst schauen, dass wir drüben das Atomkraftwerk fertig kriegen. Gebaut ist es. Wir brauchen die 1200 Credits. Das versuche ich gleich hier mit reinzubekommen. Nebenbei verkaufen wir auch das Uran und machen 150 plus. Das heißt, das kommt auch schon ganz gut rein. So, was haben wir denn in der Forschung? Wir hatten die Wassergewinnung. Säufertility interessiert mich gerade nicht. Fisch könnten wir noch rein. Ich würde aber gerne noch ein bisschen mehr Grundwasser, Wasser Purification, weil wir da auf der anderen Seite ein wenig Probleme haben. Fisch, Fisch, Fisch. So. Wenn das Ding anfängt, dann haben wir zwar massiven Einbruch in der Ökologie.
Ist mir aber gerade mal egal. So. 250 Credits. Wir sind kurz davor. 12, dann kriegen wir das Atomkraftwerk gebaut. So. Der ist jetzt runtergedroppt, so ein bisschen. Okay, und wir kriegen eine neue Aufgabe. Drought period is coming. Es wird trocken. Oh Gott. Keine Wolken. Mehr Energie über Solarzellen. Aber das Grundwasser geht runter. So, jetzt werden wir ein Problem kriegen. Infertile. Das wird uns jetzt eventuell Schwierigkeit bereiten. Wir werden aber eine Masse Batterien bauen können. Das heißt, da müssen wir jetzt den Handel hinschicken. Ich werde hier sofort einen Port setzen und ebenfalls, wir haben nur noch 35% Grundwasser. Eine Wassergewinnung. Energie haben wir jetzt genug. Dort haben wir ja die Forschung auch noch drin. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen von partizipieren. Ich muss jetzt nur aufpassen, Wasser verkaufe ich nicht. Das ist gut. Die Batterien brauche ich nicht mehr verkaufen. Dafür kaufe ich Wasser ein. Und hier machen wir das so, wir kaufen Wasser über die Brücke. Anders kriege ich das nicht hin. Und man sieht, wir sind sofort im Minus. Tja, das wird jetzt schwierig. Cell Batteries. Haben wir denn schon genug? Ja, 28. Okay. Das werden wir relativ schnell abschließen. So, Fisch kriegen wir rein. Das Problem ist, ich habe kein Wasser. Mhm. So, was wird hier rausgehauen? Lebensmittel sollten wir vielleicht auch mal einstellen. Da gehen die Batterien raus. Ich kriege da bloß sehr wenig Geld für, das ist das Problem. Ist aber nicht so schlimm. Da haben sie es gerade geschafft. 12 haben wir durch, okay. Was fehlt, ist Wasser. Hier verkaufe ich 4 hin. Das heißt, wir müssen hier mindestens 8 einkaufen. Das nehme ich mal raus, damit die Drohnen mehr Zeit haben. Wie sieht es hier aus? Hier ist genug Wasser, das ist okay. Das ist ganz wichtig, dass wir da auf 0 gehen. Hier wird auch noch verkauft, sofern wir welche denn haben. 0. Nicht schlecht. Und wir haben keine Furnishers mehr. So, hauen wir die auch mal raus, dann sind wir nämlich hier im Plus. Und da gehen wir mal auf einen hoch. So. Sieht doch ganz gut aus, ne? Meta hatten wir doch auch genug hier, ne? Ah, mehr als das. Das heißt, wir gehen hier nochmal 2 runter. Ein bisschen Geld müssen wir verdienen. So, Wasserproblem, Wasserproblem. Wir haben hier natürlich 2 von denen sitzen. Ich könnte natürlich hier jetzt ein Gewächshaus bauen. Nahrung haben wir noch genug, das ist nicht das Problem. Das heißt, wir schalten den mal ab, dann verbrauchen wir auch weniger Wasser. Wir haben nämlich, ja, weiß ich, 47 von 13, da können wir ein bisschen einsparen. Ökologie ist bei 70%, okay. Fisch kommt so langsam wieder. Und Möbel müssen wir ja auch bauen. Sonst sind die nämlich auch noch stinkig.
Wie weit sind wir? 20, 19 von 40, okay. Haben wir hier genug? 71, alles klar. Machen wir das mal so. Hatte ich die hier im Verkauf? Nein, da ich im Einkauf sogar. Müsste ich eigentlich auch anders machen, und zwar über die Brücke. Denn drüben haben wir mehr als genug. Hier werde ich auch nachher noch eine zweite Ladestation setzen. Am besten jetzt sofort. Kann ich hier hinter? Nee, warte mal, die muss ich relativ dicht am Lager setzen. Das tut sich jetzt nicht viel, ne? Damit wir die Energie des Atomkraftwerks gut nutzen. Und wir brauchen noch Wasser. Handelsbilanz war jetzt bei minus 5, aber wir haben das Office Building hier hinten ja noch. Und wie man sieht, die Drohnen haben hier mittlerweile genug zu tun. Dass sie es gar nicht mehr hinbekommen, was hier transportiert wird. Ich habe aber leider noch nicht die großen Drohnen erforscht. So, das ist gut. Das war ja, war jetzt Wasser, ne? Genau. Das wären nochmal 12%, aber die Forschung dauert mir zu lange. Wir gehen nochmal auf Fertility. Weil das ist ja auch noch runter. Wir sind hier gerade mal bei 40%. So dass wir dort nochmal ein bisschen aus den Feldern rausziehen können. Wie sieht es denn aus hier mit Wasser? Ich habe 46 auf Lager, dann kaufen wir hier auch nicht so viel. Nämlich nur einen. Hier produziert er natürlich extrem bis gar nichts, weil er gar kein Wasser drin hat. Oh. Naja, so, Wasser ist wieder da. 1100 Credits haben wir. Das ist sehr gut. Das verdienen wir über die Batterien. So, am nächsten Tag haben wir das abgeschlossen. Wir können auch gleich einmal eventuell die Forschung hochschieben. Batterien 68, sehr gut. Not delivered. Da steht's. Die kann ich einfach gar nicht dran ausliefern, beziehungsweise transportieren. Ich müsste mir quasi sogar noch ein Lagerhaus hier hinsetzen, um die ganzen Waren auch noch zusätzlich lagern zu können. Das wäre mal eine Möglichkeit. Es sind neue Leute angekommen, das ist gut. Es wird langsam wieder was. An der Schönheit müssen wir noch ein bisschen was tun. Wir könnten auch schon mal ein Krankenhaus bald bauen. Dann sind die da auch noch mal zufrieden. Let's go. Geld ist ja da. Und jetzt stecke ich einmal Geld in die. Nee, mache ich nicht. Mache ich doch, mache ich nicht, mache ich doch. Ich kann übrigens jederzeit hier wechseln, ne? Nur mal so nebenbei. Sind die stinkig? Warum? Oh, die haben kein Essen mehr. Schwierig. Immer springt er da so hoch, Mann. Fisch ist eigentlich so genug. Ja, gut. Die haben wir jetzt aber gerade mal so herübergerettet. Wir haben jetzt
Oh, das reicht sogar noch nicht mal. Okay. Ah, weil da nicht genug alle, nicht genug Arbeiter drin sind. Alles klar. Gut, Batterie können wir hier noch gut rauspumpen. Und jetzt werden wir einmal doch die beschleunigen. Zack, auf 60. Haben wir 1500 Credits ausgegeben. Ist egal. Ich könnte hier jetzt Wasser den wieder einstellen. Dann könnte ich nämlich von hier aus auch noch ein bisschen Nahrungsmittel rüber handeln. Und wie man sieht, die Drohnen sind sehr wichtig. Nein. So. Ja, 10 Wasser einkaufen, das ist aber egal, solange wir das Geld hier verdienen. Und die Trockenheit ist am nächsten Tag vorbei. People wish to settle, wir brauchen Wohnraum. Let's go. Gibt es eigentlich noch ein größeres Gebäude? Ich weiß es gerade gar nicht. Entertainment Center brauchen wir nachher noch für Unterhaltung. Court brauchen wir noch. Large Garden für Schönheit. Naja. Ja, Entertainment haben wir noch 0 und Justice haben wir auch noch 0. Schönheit müssen wir noch ein bisschen dran machen. Ich würde den hier wirklich jetzt nicht mehr auf Energie setzen, weil da haben wir im Moment genug. 250 Punkte Charge Power. Wenn man die einmal abgegradet hat, kann man die nicht umbauen. Und wie man sieht, über die Batterien kriegen wir richtig Geld rein. Das ist schön. Neben Cliff hat, ja, Probleme. Food, Food, Food. Ich hoffe, dass... Ah, sorry, nur noch 10%. Ich könnte hier nach ein Gewächshaus setzen. Ich muss mal schauen, wie viel der jetzt genau hatte. 30 waren das oder 40. Das Gewächshaus verbraucht aber auch wieder Wasser, so wie diese auch. Und Energie. Und wir haben hier Battery Consumption 20. Das ist schlecht. Weil wir die auch einkaufen müssen. Die kriegen wir aber drüben ganz gut über das Atomkraftwerk. So dass wir da vielleicht keine großen Probleme kriegen. Und wie man sieht, hier kommt schon ordentlich was rein. Wir können jetzt Food Industry. Das ist gestiegen. Wir haben jetzt 5% plus. Lass uns mal schauen. Ja, wir gehen hier drüber, damit wir die Transportdrohnen bekommen, die dann mehr Einheiten transportieren können. Ich denke mal, das ist nicht so unwichtig. Sehr gut. Und wir gehen jetzt auf dieses Cliff, um da die Reward zu bekommen, weil ich hier Geld brauche. Sales von Batteries haben wir sowieso, glaube ich, schon. Jetzt müsste auch die Soil Fertility wieder da sein. 40%, sehr gut. Das heißt, die bekommen ja auch gleich wieder Futter. Wir können den hier abstellen, dass wir hier ein bisschen im Plus bleiben. Wie sieht es eigentlich mit Meta aus? Okay, da könnte ich sogar noch mehr verkaufen. Weil wir hier im Moment gar keine benötigen. Batterien sind im Verkauf. Den stelle ich jetzt auf 0 runter. Den lassen wir mal. Weil, nee, darf ich nicht. Ich darf nicht so viel verkaufen. Sonst geht mir irgendwann mein Atomkraftwerk aus. Das wäre schlecht. So, die können wir... Mein Gott. Ich klicke immer zu tief. Die können wir auch mal so raushauen. Und da haben wir noch ein paar im Lager. Und da würde ich sagen, das ist sehr gut. Ich gehe mal in die Pause und dann schauen wir mal, was haben wir denn jetzt geschafft. Wir haben genau die Trockenheit überstanden und haben jetzt hier dementsprechend mehr Leute am Start und das Atomkraftwerk. Das ist schön. Kann ich mal hier so drauf zoomen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Cliff Empire. Bis dann. Ciao.